Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Imbisswagen Simulator. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir machen jetzt erstmal eine Pause. Hä? Ist das was? Wollt ihr schon immer sehen, wie ein YouTuber ein umfangreiches Video darüber macht, wie er sich aufs Sofa legt und eine Runde schläft? Natürlich. So. Ach, das war ein anstrengender Tag. Es ziehen so Burgerwolken ziehen an mir vorbei über meinem Kopf. Was zum... Ich glaube, ich spinne. Sag mal... drücke Feuerlöscher. Der hat doch wohl nicht hier von meinem... von meinem Dad das Fahrzeug kaputt gemacht. Sag mal, der spinnt ja wohl. Und das alles nur, weil ich da, oh, das Schweinchen, mir geht's noch gut. Das ist erstmal die Hauptsache. Boah, ey, ich muss hier raus. Hilfe! Feuer! Alarm! Okay, es brennt auf jeden Fall sehr extrem, die Sachen hier. Es, die darf man doch jetzt nicht aufmachen, oder? Wie komme ich jetzt hier raus? Achso, fallen das wahrscheinlich? Nein, auch nicht. Hallo? Hallo? Ich glaube... Ich kann die Tür nicht benutzen. Mit dem Feuerlöscher in der Hand. Hä? Das Journal speichern? The door. I gotta reach the door. Okay. Vor allem da hinten steht dieser riesengroße Benzin- und Dieseltank, ne? Can't breathe. Das war zu heiß oder so. Boah, was soll denn das? Oh nein. Good God. There's nothing left. Hey kid. How are you holding up? Clara, I lost almost everything. You are not alone. I'll do my best to find a way to cover the damages. Have you got any money left? Yes, I have some savings. Then the first step should be cleaning the mess inside the garage. Use your PC to start. Ja, das, der funktioniert okay, auf jeden Fall noch. I'm in. You should be able to see a new tab called Decorations under the garage tab. Click on it. Done. Now you can see all of the parts of your garage that can be customized. You should be able to clean all six garage parts with the money you have left. I'll try. Also irgendwie habe ich im Moment genug von Spielen, die einem irgendwann mittendrin so ein mega trauriges Gefühl geben. Return to Monkey Island, I look at you. Zu finden in Garderoe Deluxe übrigens, falls ihr euch wundert, worüber ich gerade rede. Looks like it's all done. Hey, yeah. I got one more thing for you in the meantime. What can I do? A side job. I know a guy who's looking for help. I have informed him that you might be interested and he should call you. All right. Thank you, Clara. We'll be in touch. Okay, ein neuer Auftrag. Warte auf den Auftrag von Lucien. Ah, der ist ja auch schon. It's Luciano. Luciano. You must be the kid Clara told me all about. Yeah, hi. That's me. I've been told what happened. But life goes on. And you have to get on your feet. I got that.
Yes? You work fair and I pay you fair. Sounds like a good deal, right? Sure. So, where do I start? First, let's deal with the paperwork. Yeah. You need to send me a job request on your PC. All right. Auftragsarbeit. A tab called Jobs should be now available on your PC. Oha. Okay, von 6 bis 18 Uhr. Belohnung 75 bis 125. Teste dein Geschick mit einem unbegrenzten Menü im neuen Foodtruck-Gebiet des italienischen Bezirks. Wenn du in finanzieller Not bist, gibt es keinen besseren Ort, um deine strapazierten Geldbeutel zu helfen. Das Einzige, was du hier nicht gewinnen kannst, ist Prestige, das auf das Arbeitgeberkonto geht. Das heißt, das sind ja alles Wettbewerber. Also die eigentlich lieb zu mir, ne? Aber das sind eigentlich Wettbewerber. Und wenn ich jetzt bei denen arbeite und das Prestige geht zu denen, ja, da habe ich aber da habe ich aber eine Idee, muss ich sagen. Luciano. Oh, Pizza. Oder was? Boah, guckt euch mal diese... Eieieiei. Jetzt habe ich Hunger auf Pizza. Was mache ich denn jetzt? Mache ich jetzt Pommes oder Pizza heute Abend? Welcome to my small slice of the world, boy. Wow, not that small. You have a lot of equipment here. Ah, of course, because I serve almost anything you can imagine here. Ach du lieber Gott. Looks like I'll have a lot of learning to do. Sollte man auf jeden Fall nicht machen. Moreover, you will be able to start from the most beautiful thing. Which is? The Italian cuisine, of course. Oh, okay, I should have guessed that. Time to work. The first order is awaiting. See the oven at the end of the food truck? I think so. Use the red button to turn it on. Keep in mind that it's powered by gas. So, also, erstmal zurechtfinden. Was haben wir denn hier? Gebackener Pizzateig, Pizzasoße, Mozzarella, 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 Mozzarella. Okay, und wir sollen einen Ofen anschmeißen. Der hier. It's on. Well done. I see you know something about food trucks. Saves me time explaining all the little things. That's right. I have some experience. Va bene. So, here you can see my beautiful oven. It's the only right place to bake pizza. Got it. Whoa. Remember, an oven needs sometimes to get the right temperature. Don't open the oven if it's not necessary, or it will lose heat. I'll keep that in mind. Now you need to take the pizza dough out of the fridge and spread it out on the assembly table. Ach du nee. Where can I find it? Each product is placed in a drawer suitable for the type of the kitchen it is used in. You can find pizza dough in the drawer called Italy. Macht Sinn. Okay, aber wir müssen jetzt erstmal mit diesem Plasten, also oh, ein Pizzateig. Sollen wir mit anfangen? Okay, Italy. Was haben wir denn hier? Champignons, Schinken. Oh, wie geil das. Oh. So. Hier drauf? Luciano, the dough is on the table. What now? It is hard to handle the dough without good equipment. I left you a rolling pin. Take it out and get to work. Die Kellner warten schon. Got it. Perfetto. Now you need to roll all the dough evenly until it's thin enough. Keep up the pace, boy. It worked. So, it's time for the heart of every pizza. First of all, you need to add the tomato sauce into the sauce stand. Die muss in den Soßenstand. Wo ist denn die... Wo sind denn die Rohzutaten dann? Ja, hier wohl nicht. Guck mal, diese Schiebetour von Pisa. Soßen, da. Tomatensauce für Pizza, ne? Genau. Zack. It's done. I have left you a wooden spoon. Take it out. Oh nee, ey, das kann doch nicht gut gehen, wenn ich das mache. Ja. Now you can use it to add the sauce to the dough. So. This
sauce is on the dough. Don't forget to add a few pieces of cheese, too. Okay. Pick up some mozzarella, cut it into 4 equal pieces, and add on top of the pizza. Champignons. Mozzarella. Easy. So, Schneidebrett. So, 4 Pi... Was? Oh, ist kaputt gegangen. Achso, ist Absicht. 3. Es kommt mir so ein bisschen vor wie Luciano, Pizza Tycoon in 3D hier. Now take out the pizza peel. Prepared pizza can be only moved with the peel. Capisci? I'll keep that in mind. Great. Der Pizzapiller. Den? Time to bake our beauty. Can't wait to see it. Remember, when you make pizza, you need to keep your eyes on it. The temperature is high, so it can quickly turn into burnt charcoal. No worries, Luciano. I'll be vigilant. Did it work? Yes. The oven is super hot. In the meantime, you can prepare the pizza box on the table. Ja, das wollte ich gerade machen, aber das ist ja alles blockiert hier immer. Was ist da denn drin? Hoher Pizzateig. Was will er denn haben? We need to put our treasure into the box. Den hier. Done. Time to pack it into the bag and serve it. You read my mind. Ja, aber da muss doch jetzt noch schön hier so Basilikum drauf gestreut werden oder so. Warte mal. Warte mal. Ich habe in einem anderen Spiel sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Na, es funktioniert nicht. Okay, schade. Dann hier. 16 und 3. Hervorragend. There you go, please. And the first pizza is done. Bravissimo. Great. Ja, bis zum nächsten Mal. Na, guck mal, schön. Now let's see how you handle something more complicated. Keep going. This time you're doing it on your own. Natürlich, kein Problem. Also, wir brauchen das erste Mal den Dough. Den Dough packen wir hier hin. Dann machen wir den hier. Perfekt. Dann kommt die Soße drauf. Die Soße drauf. Und dann möchte er gerne eine Mozzarella-Scheibe. Ernsthaft? Aber gut, der Kunde ist ja bekanntlich König. Tablett. Benutze, um die Scheibe aufzuheben und sie auf das Tablett zu legen. Das Tablett kann mit abgelegt werden. Okay, jetzt kommen wir so langsam Richtung Kochsimulator, dass man Sachen auch... an die Seite legen kann, wenn es denn gehen würde. So, jetzt Pilzis. Eine Champignonscheibe. Was ist denn das eigentlich für eine Pizza? Das ist ja hier voll für Studenten oder so. Na gut. So, das ist... oh, Schinken auch noch. Es gibt auch eine Riesensauerei, was ich hier mache. Warum haben wir auch nur ein Schneidebrett? Das ist doch irgendwie... Und alleine ich als sozusagen Ein-Personen-Haushalt hier sozusagen, mehr oder weniger, habe 4 Schneidebretter. Und hier bin ich in einem professionellen Betrieb, das klingt irgendwie ein bisschen falsch, aber habe 1. Hä? So, eine Schinkenscheibe. Warte mal, ich muss das Messer irgendwie drehen, wie ging das nochmal?
So ging das nochmal. Bin auf jeden Fall gar nicht überfordert. So, das packen wir da hin. Pepperoni. Oh, ei. So typische Garderobe-Pizza, ne? Einmal alles drauf. Alles, was im Kühlschrank ist, irgendwie einmal in Scheiben schneiden und dann auf die Pizza werfen. Ideal. Nee, das ist amerikanische Pizza. War doch Pepperoni, ne? Das ist aber eine Chili. Haben wir den Pepperoni? Wo kriege ich den Pepperoni her? Ach so, verstehe. Pepperoni-Würstchen. So, schneiden. Ja, wenn das alles schon fertig wäre, ne? Wenn man hier ein schönes, eine schöne Vorbereitung machen könnte, dann wäre das ja alles einfacher. Warum? Not sure if want. Der will nicht richtig schneiden hier. Okay, jetzt aber. Eine Pepperoni. Boah, wir haben den ganzen Ofen schon leer ge... Ist die ganze Gaskartusche schon bald leer? Weil wir jetzt halt hier am Schneiden sind und nichts geht voran. Ist das ein Drama. So, was machen wir noch? Zwiebeln. Zwiebel. War eine amerikanische Zutat, aber ich hoffe, das Spiel weiß, was es tut. Bitte auf die Pizza, nicht neben die Pizza. Hervorragend. So, das sollte jetzt alles richtig sein. Rein damit. Schnell zumachen und dann müssen wir hier mal unseren Mise en Place ein bisschen aufräumen, indem wir einfach mal alles weit auf dem Tisch verteilen. Uiuiuiui. Und dann soll man die Sachen wieder wegräumen. Nachdem wir es einmal alle runtergepackt haben. Es ist schon sehr, sehr umständlich, ne? Ich hätte mir gewünscht, dass das ein bisschen... Hallo. So. Dass das ein bisschen mehr, so ein bisschen mehr Freiheit hat, ne? Wie man die Sachen hier an hat handhabt. Handhabt. Jetzt. So. Ich habe doch gar keine Schaufel in der... Achso, ich muss eine Schaufel in der Hand haben. Gut, haben wir alles gedacht? Ich denke schon. Schlecht? Wieso? Well done, boy. Thanks a lot. Vor allem well done. You'll have to handle the rest of the day yourself. Good luck. No. Jetzt kann ich das wieder nicht da hinlegen, oder was? Eieiei. Komm, geh hin. So, was will man denn haben? Pizza Vegetaria. Okay. Easy. Hoher Pizzateig. Hände sind voll. Genau, die Pizza schon mal so in den Auftragsbeutel rein. Ja, und ich würde sagen, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge mit der nächsten Pizza hier. Das wird auf jeden Fall klappen. Bis dahin sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Jetzt ist der Schluss. Nächste Folge gibt es jetzt sofort auf Garderobe Plus. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich hier auf deine Kommentare, Abos, Likes und wann die nächste Folge kommt. Sendeplan tv.garderobe.de. Tschüss.